Hallo Leute, ja, wir sind leider nicht in dem Let's Play Simotrans Folge 885 wäre es gewesen. Das Spiel ist leider beendet. Das liegt daran, dass wir hier auf dem neuen Rechner eine neue Version von dem Pack 1820 German haben und das ist die 2.1 Version. Auf dem alten Rechner hatten wir die Version 1.1 und da liegt wohl unser Hund begraben drinne, dass da irgendwelche Kosten anders fallen und deswegen sind wir da pleite gegangen, denke ich. Da sind ganz klar Züge etc. sind da vielleicht teurer unterwegs und so weiter und so fort, weil der Tom, nee, nicht der Thomas, der Michael hatte schon gesagt, wenn ich Züge kaufe, wird das hier dem Betriebsvermögen zugewertet und deswegen geht man nicht pleite, weil man schichtet das in einem T-Konto, würde ich jetzt mal sagen, schichtet man das von der linken zur rechten Seite wahrscheinlich oder sowas und da ändert sich nichts, beziehungsweise kommt auf ein anderes Konto. Und deswegen ist da kein Unterschied, ob man Zug kauft oder nicht. Es ist also daran, dass hier Fahrtkosten teurer sind oder sowas und daran sind wir pleite gegangen. Gut, ich möchte es wie gesagt nicht weiterführen, aber ich habe dafür euch jetzt drei Spiele zur Auswahl gegeben oder gebt ihr euch gleich. Es wäre sehr schön, wenn ihr unter den Kommentaren schreiben würdet, welches von den dreien ihr vielleicht als Let's Play sehen wollt. Und ich stelle die dann mal jetzt eins nach dem anderen kurz vor. Ja, da haben wir als erstes Jagd Alliance. Ich habe zwei gesuchtet und habe mir drei vor ein paar Tagen gekauft. Ist ja noch nicht ganz lange auf dem Markt. Da habe ich total Lust eigentlich drauf, das zu spielen. Ich habe es auch schon gespielt. Ich werde es auch spielen. Und wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, dann würde ich sagen, müsstet ihr da mal in den Kommentaren reinschreiben, dass wir das machen. Ich zähle das mal, sagen wir mal, 3 Tage später zusammen, weil ich muss es ja auch noch aufnehmen oder so. Beziehungsweise, nee, ist falsch. Wir können das ja eine ganze Woche machen, weil Voxelteigen ja im Wechsel mit dem Spiel kommen würde. Da habt ihr also ein bisschen mehr Zeit. Wenn Voxelteigen rauskommt, dann werde ich überlegen, welches Spiel wir nehmen anhand eurer Kommentare. Ja, das zweite Spiel, was ich schon lange habe und immer noch nicht zugekommen bin zum Spielen, ist RimWorld. Ewig lange ja gekauft, das ist Vanilla wahrscheinlich dann. Da gibt es bestimmt auch tausend Möglichkeiten, das zu modden oder so. Aber ich möchte gerne das nicht modden. Ich möchte es erstmal so spielen, weil ich so gut wie gar nicht gespielt habe. Mal Videos davon angeguckt und möchte eigentlich zusehen, dass wir das mal hier auf dem Kanal vielleicht sehen. Das entscheidet aber am Ende ihr. Ja, und dann kommen wir zum letzten Titel, den ich noch nicht habe, den ich aber ganz cool finde. Ich habe auf Linux sowas schon mal gespielt. Das heißt Stellwerk in dem Falle. Ist, glaube, kostenlos. Ist, ja, war nicht einfach zu installieren, das weiß ich noch. Und naja, das gibt es, glaube ich, tatsächlich wirklich nur für Linux. Ist genau dieses, was es da gibt. Ist ein bisschen anders von der Optik her, ein bisschen schlechter von der Optik, würde ich sagen. Ja, aber es hat mich in den Bann gezogen. Und dieses Spiel wird wahrscheinlich das gleiche sein und wird mich auch in den Bann ziehen. Bei dem anderen waren es bestehende Strecken, die man da fahren musste nach Plan. Und hier ist es so, dass man ja auch noch ausbauen kann und sich Verträge kaufen kann und so weiter und so fort. Hat mich nach einem Video schon fasziniert, das Spiel. Und ich denke mal, da könnte es sein, dass wir das vielleicht machen. Aber am Ende entscheidet ihr natürlich mit euren Kommentaren. Schreibt runter, was ihr sehen wollt. Die Mehrzahl wird gewinnen. Wenn es ein Gleichstand ist, habe ich die Möglichkeit, das zu entscheiden. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich würde sagen, allerdings wird es dann immer im 14. Wechsel zum Voxel-Teigen kommen. Also ganz locker weg. Dieses Spiel tauscht sozusagen Simotrans Pack 128 German aus. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr rege teilnehmt und in den Kommentaren dann reinschreibt, was ihr sehen wollt. Und ja, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ne? Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, die keine ist. Gebt mir ein Abo und einen Daumen hoch. Und ja, dann würde ich noch sagen, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Vielleicht machen dadurch mehr mit bei dem Voting. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen auf anderen Projekten. Bis dann. Ciao.